Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um, die Aussage von jemandem, dass es einen unglaublichen Stromengpass in Deutschland gäbe und deswegen die Regierung zum Stromsparen aufruft, das in Wirklichkeit aber nur ein Redispatch-Vorhaben war und man das vielleicht mal aufklären sollte, was eigentlich dahinter steckt und wie das alles funktioniert. Und dass man vielleicht auch vorsichtiger sein sollte mit solchen Horrornachrichten wie, hey, Stromengpass, Blackout-Gefahr, was auch immer da für Implikationen rumkommen. Gucken wir uns aber mal an, worum es eigentlich geht, worüber ich hier spreche. Ich habe hier mal Screenshots gemacht mit meinem Handy und habe es hier mal ein bisschen zusammengeschnitten und unkenntlich gemacht, von wem das war. Ja, drauf rumhacken muss ich jetzt auch nicht. Noch mehr, als ich gleich sowieso tun werde. Aber was steht hier, ne? Also wurde auf LinkedIn gepostet: Stromengpass in Baden-Württemberg. Alarm-Emoji. Und die Regierung ruft zum Stromsparen ab 17 Uhr auf. Kopfexplosions-Emoji und schreckliche Erschütterung-Emoji. Es sollte jetzt im letzten kalt werden, ich glaube klar werden, ohne Vernetzung von flexiblen Masten, die automatisch und intelligent großflächig eingreifen können und verbrauchzeitlich verschieben, wird das nicht funktionieren. Ja, dann Schnittstellen, flexible Verbraucher, bundesweite System für Vernetzung. Und dann, ja, ist da eigentlich dahinter eine Anteaserung und eine Bewerbung von, ich sag mal, Echtzeitdaten aus dem, vielleicht auch Hashtag Smart Meter, Hashtag Heartbeat, ist das so ein bisschen erkennbar, dass da eigentlich jemand wahrscheinlich für, so wirklich konkrete Digitalisierung im Stromnetz steht. Was ja eigentlich cool ist, aber der Beginn mit Stromengpass in Baden-Württemberg, Alarm und die Regierung ruft zum Stromsparen auf. In der heutigen Zeit, im Kontext von Energiekrisen mit Warnungen über, oh, es könnte kälter werden, wir sollten sparen und oh, Blackout-Gefahren, was eigentlich nur von unseriösen Leuten in dieser Form ausgesprochen wird, weil alle, die sich mit Energiewirtschaft beschäftigen, die es also machen, die sagen alle, wir kommen zu keinem Blackout. Ne? Das habe ich auch seit Monaten hier immer propagiert. Ne? Wir kriegen keinen Blackout. Die Gefahr besteht gar nicht. Es ist nur tatsächlich deutlich schlimmer und aufwendiger, das Stromnetz und die Versorgungssicherheit aktuell zu regulieren, als es eben in den letzten Jahren typischerweise der Fall war. Was nicht daran liegt, dass man Atomkraftwerke jetzt abschalten will und so weiter, sondern einfach, dass man noch lange nicht da angekommen ist, um zielgerichtet die richtige Menge Strom immer zu produzieren. Und da kommen wir auch langsam zum Hintergrund, was hier eigentlich hinter dieser Meldung steckt. Es hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dass zu wenig Strom überhaupt in Deutschland in diesem Moment zur Verfügung stehen würde, sondern es kommt zu einem Stromnetzengpass in Baden-Württemberg, nicht zu einem Stromerzeugungsengpass in Deutschland oder grundsätzlich. Und vor allem, na, die Regierung ruft zum Stromsparen auf und dann ist hier so ein Screenshot, der nicht weiter eingeordnet ist. Erstmal, und das ist auch mega witzig, dieser Mensch hat zehntausende Follower auf LinkedIn und postet sowas. Und in den Kommentaren, ne, hier steht jetzt was von 62 Kommentaren, da steht dann unter anderem auch von den Betreibern dieser App: Wir sind überhaupt nicht die Regierung. Was redest du da? Das sollte man mal ein bisschen aufklären. Wir sind nicht die Regierung. Die Regierung ruft zu gar nichts auf, sondern der Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW, der in Baden-Württemberg der Übertragungsnetzbetreiber ist, die Regelzone betreibt, dafür sorgt, dass das Stromnetz stabil ist, der dauerhaft Echtzeitmessungen über Erzeugungen, Verbräuche und Flüsse im Stromnetz eben organisiert, der betreibt eine App. Die nennt sich, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, Stromgedacht. Wir gucken doch gleich mal kurz rein, also auf die Webseite zumindest. Und die ist dafür da, um den Aufwand des Übertragungsnetzbetreibers zu visualisieren. Was nicht bedeutet, dass zu viel Strom oder zu wenig Strom grundsätzlich irgendwann zur Verfügung steht, sondern dass nicht die richtige Menge Strom am richtigen Ort ist. Das ist erstmal der Hintergrund von Redispatch, von Neueinsatzplanung, von vor allem Kraftwerken, von Erzeugungsanlagen, Speichern und so weiter, um Stromnetzengpässe zu lösen und vielleicht auch vorher schon zu verhindern. Und hier ist es ja nun auch so, dass diese App, ne, dann irgendwann tagsüber nach dem Screenshot am Vortag, am Vorabend sogar schon gesagt hat: Hey, praktisch hier am Sonntag, 15.01. ab 10 Uhr gelb, ne, da steckt dahinter, hat der Übertragungsnetzbetreiber schon ein bisschen mehr Aufwand, muss verschiedene Anlagen hoch und runter fahren, um
im dortigen Stromnetz in dieser Regelzone in nur Baden-Württemberg in diesem Fall, ja, die Stabilität insgesamt zu bewahren. Das heißt halt, er macht seinen Job, den er sowieso täglich macht, jetzt mit etwas mehr Aufwand, als wenn man sich völlig zurücklehnen kann. Ne? Das ist erstmal diese gelbe Phase und die rote Phase sagt, in diesem Moment haben wir, und jetzt kommt es nämlich schon, ich spoilere kurz, in anderen Stellen in Deutschland eine immense Überproduktion an Strom, aber nicht in Baden-Württemberg. Und wir haben zu wenige Stromleitungen, um diese Überproduktion aus, ich spoilere nochmal, aus dem Norden, wo die Windenergie natürlich kommt, in den Süden zu transportieren. Ich propagiere an dieser Stelle nicht, dass wir, wie seit Jahrzehnten immer so groß gesagt, es muss hauptsächlich die Stromautobahn gebaut werden. Das ist ein Teil einer Lösung, dass man auch wirklich ein gut ausgebautes Übertragungsnetz hat, keine Frage. Aber darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht darum, dass halt wieder mal die dezentrale Erzeugung zum Beispiel so schlecht aufgestellt ist, auch gerade hier im Süden, dass eben, naja, im Winter abends natürlich nicht genügend Solarenergie zur Verfügung steht, ja, und Windenergie bei weitem nicht genügend ausgebaut wurde. Also müssen in Zweifel konventionelle Kraftwerke, wie sie noch stehen, hier genutzt werden. Klar. So. Aber es hängt eben in keinster Weise damit zusammen, dass, Achtung, ne, zu wenig Strom, Stromengpass, zu wenig Strom erzeugt werden würde, sondern der Strom nicht an der richtigen Stelle ist. Ein Stromnetzengpass. Das ist ein riesiger Unterschied im Verständnis, was eigentlich dahinter steckt. Und hier die Regierung so gar nichts aufruft, sondern der Übertragungsnetzbetreiber sagt, hey, ihr macht uns das Leben ein kleines bisschen leichter, wenn, ich versuche mir hier mal kurz reinzuzoomen, wenn der Verbrauch in diesen Zeiten einfach ein bisschen reduziert werden würde. Na, also wenn man jetzt nicht unbedingt die Waschmaschine und den Elektroherd und die vier Playstations alle um 17 Uhr anschaltet, sondern da vielleicht einfach sagt, hey, ja, vielleicht kann man auch einfach mal ein Puzzle machen. Irgendwas. Na, also hier steht auch überhaupt gar nichts von, hey, bitte, sonst kommt der Blackout, sondern hey, es wäre grundsätzlich cool, wenn man Haushaltsgeräte möglichst nicht nutzt und eventuell sogar die akkubetriebenen Geräte in diesem Moment vom Akku betreiben lässt. Das ist aber ganz wichtig, ein Tipp, ein Hinweis, eine Aufforderung vom Übertragungsnetzbetreiber, vom Stromnetzbetreiber. In keinster Weise von einer Regierung oder irgendwas. Dahinter steckt also die App Stromgedacht vom Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW. Und wenn man sich das dann hier mal so durchliest, dann ist da auch sehr, sehr offensichtlich der, naja, Redispatch vor allem mit seinem Aufwand als Hintergrund zu verstehen. Und plus natürlich in der Konsequenz muss dann der Übertragungsnetzbetreiber Regelenergieanlagen hochfahren und so weiter und so fort. Also der Redispatch ist ja nur ein großes Werkzeug in der gesamten Netzregulierung, die eben zum Beispiel durch ein ÜNB durchgeführt wird. Und in der Konsequenz soll diese App so ein bisschen aufklären darüber, was in welchem Moment eigentlich so im Netz läuft. Na, und dass eben gesagt wird, ne, grün alles easy, macht was ihr wollt, gelb, ne, wenn ihr könnt, dann versucht ein bisschen weniger zu verbrauchen. Rot heißt, wäre cool, wenn ihr weniger verbrauchen würdet. Rot heißt aber nicht, dass wir direkt vor einem Blackout stehen würden oder jetzt gerade die Welt untergeht. Das heißt nur, in diesem Moment hat der Übertragungsnetzbetreiber sehr viel zu tun, um das Stromnetz stabil zu halten. Was ja aber sein Job ist und was er auch hinkriegt. Er muss nur in diesem Moment viele, viele Anlagen an vielen Stellen hoch und runter fahren, um an den vielen Engpassstellen, die da potenziell entstehen, naja, eben diesen Engpass wieder zu lösen. Ein Engpass kann sein, zu viel oder zu wenig Strom. Ne? Es ist auch immer wichtig, dass beide eine Richtung hat. Und wenn es eben auch dann darauf hinausläuft, dass wir im Norden vielleicht viel zu viel Windstrom haben, dann sucht er sich ja seinen Weg und dieser Weg wird dann zwar nicht quer durch Deutschland nach Baden-Württemberg gehen, sondern vorher schon verbraucht werden, auch ins Ausland gehen, nach Frankreich oder eben wo auch immerhin die Benelux-Länder und so weiter. Und kommt dann im Zweifel eben nicht in Süddeutschland an, wenn die Stromautobahnen eben nicht zur Verfügung stehen. Hier wird dann auch erklärt, warum es diese App gibt und da kann man so noch ein bisschen nachvollziehen, nee, das ist halt einfach vom Netzbetreiber ein Hinweis, was wir gerade machen. Und
Das wird ja auch nochmal erklärt. Ich werde auch diese Links zu den Pressemitteilungen nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Und hier ist dann halt auch nochmal die Erklärung, 15. Januar, ne, Stromgedacht-App. Ihr seht dann, ne, das ist die, zeigt hohen Redispatch-Bedarf in Baden-Württemberg. Und mehr aber auch nicht. Ne? Also hier, keine Gefahr von Stromabschaltungen. Aber die App hilft bei der Verbrauchsanpassung. Nämlich, hey, in diesem Moment könntet ihr uns helfen, wenn ihr einfach weniger verbraucht. Und ansonsten muss TransnetBW einerseits größere Leistung in Baden-Württemberg selbst, aber auch im Ausland aktivieren, vor allem in diesem Fall in der Schweiz. Und das wird dann hier noch so ein bisschen erklärt. Ne? Also da gab es hier auch eine ganze Menge Presse. Erklärungen mittlerweile, ne? Hier steht dann auch, ne, 500 Megawatt Kraftwerksleistung aus dem Ausland. Das dürfte in diesem Fall also komplett die Schweiz gewesen sein. Und der Hintergrund ist im Großen und Ganzen, dass wir genau einer Sprecherin zufolge am Abend eine Windspitze hatten, mit der 50 Gigawatt im Norden erzeugt worden sind, aber eben die Übertragungskapazität in den Süden und Südwesten nicht ausgereicht hat, ein Stromstau entsteht und deswegen der Strom sich andere Wege sucht. Ne, immer den Weg des geringsten elektrischen Widerstands. So, und das ist dann im Zweifel Frankreich, Benelux oder halt andere Teile von Deutschland. So, also mit diesem Wissen, was dahinter steckt, ist die Aussage: Stromengpass in Baden-Württemberg, Alarmsirene und die Regierung ruft zum Stromsparen ab 17 Uhr auf, nicht nur Nonsens, sondern gefährlicher Propaganda-Bullshit. Weil, entschuldigt mal, in einer Zeit, in der wir gerade leben, sollte man schon ein bisschen aufpassen, was man sagt. Und nun ist diese Person auch noch tatsächlich in dieser Branche, in diesem ganzen Sammelsurium der Energiewende unterwegs. Und auch noch relativ bekannt. Und es kotzt mich an, dass Leute, die eigentlich wissen müssten, was sie da tun, an zehntausende Follower solche Panikbotschaften vermitteln, um dann am Ende auch noch durch die Hintertür Werbung für, naja, im Zweifel Digitalisierungsangebote im Smart Metering und dynamische Tarife-Spektrum da mit anzubieten. Das ist gefährlich in einer Zeit der Unsicherheit, weil warum mache ich überhaupt diesen YouTube-Kanal? Ja, selbst die Profis verstehen die Energiewirtschaft nicht komplett. Ja, woher denn auch? Es ist eines der schwierigsten, einer der schwierigsten Branchen, einer der schwierigsten Bereiche, um sich mit, naja, irgendeinem wirtschaftlichen Faktor auseinanderzusetzen, weil mega reguliert, auf physikalischen Rahmenbedingungen basierend, sowieso nicht so einfach. Ne? Es ist alles ein bisschen kompliziert und ganz konkret, ja, lernt man das ja auch nirgendwo anders. Ne? Von daher, man muss sich hier im Zweifel mal ein bisschen aufklären, wie diese Branche funktioniert. Und dann weiß doch der normale Bürger, die Bürgerin, ne, die Kunden, die wissen doch erst recht nicht, was da alles passiert und was das alles bedeutet. Und dann zu posten, Stromengpass, Regierung ruft zum Sparen auf, in dieser Zeit gerade der Krisen, ist absolut inakzeptabel und asozial. Also kann ja wohl nicht wahr sein. Dahinter steckt noch einmal ausschließlich der Redispatch-Bedarf, der Redispatch-Aufwand durch den Netzbetreiber. Die App ist vom Netzbetreiber, vom Übertragungsnetzbetreiber, der hat Aufsichtspflichten hat und nichts anderes macht, als dann Anlagen hoch und runter zu fahren, um diese Engpässe zu lösen. Und er sagt mit seinem Ampelsystem hier nur, im Moment haben wir dann sehr viel Aufwand, das zu machen. Das bedeutet nicht, dass wir kurz vorm Blackout stehen oder irgendwas. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Aber okay. Okay. So ist das halt. Puh, ich bin ein bisschen aufgebracht, also mich hat das so richtig angekotzt, als ich diese Sache so gelesen hatte auf LinkedIn. Das geht halt gar nicht. Naja, habt ihr grundsätzlich Fragen zu oder Anmerkungen oder Anekdoten zu solchen Themen? Wie eben zum Beispiel dem Redispatch und wie löst man solche Herausforderungen? Wie kann man auch das mit den Leitungen vielleicht nochmal lösen, wenn man eben nicht die Stromautobahnen hat, in Richtung von dezentraler Erzeugung zum Beispiel gehen müsste? Dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ich verlinke, wie gesagt, auch die Infos rund um diese App in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Alles klar, soweit von mir. Wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.